Wir begrüßen auf alle Fälle unseren Scharfschützen Spencer! 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 Hallo Spencer! Und unsere Nummer 1, Yoshi! 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 It looked like a crazy game from outside, very hard game, a lot of elbows in the game. How does it feel for you? Yeah, it was really physical. They're a great team. They play really well. Defensively, they got in us a little bit, and offensively, you know, they had great sets, moved the ball really well. So it was a tough team, a good win for us. Personally, you like these kind of physical games? Yeah, yeah, I think it's great. I think it plays to our strength. I think Alba's really physical. We can play with anybody. And tonight was just able to grind it out and play with a lot of intensity and yeah, get the win. It's good. Also er lächelt, ihr seht es ihm an. Ich habe gefragt, ob er diese Art von sehr körperlichen Spielen, wo es halt hart auf hart geht, auch mag. Er strahlt über das ganze Gesicht und sagt, ja klar, wir haben den irgendwie heute Nacht den Schneidern abkaufen können. Das war ein sehr anstrengendes, hartes Spiel gegen einen sehr starken Gegner, was dann Alba zum Schluss gewinnen konnte. Körperbetontes Spiel ist das Stichwort. Wie viel Spaß macht es, so ein Spiel zu spielen und dann vor allen Dingen auch als Sieger vom Parkett zu gehen? Ja, also auf dem Feld macht man alles, was man kann, und heute war unser Gegner ziemlich groß und mit vielen Schützen auch im Team. Und ja, aber wie Spence gerade schon gesagt hat, wir haben gekämpft und die wichtigen Bälle sind in unsere Richtung gegangen. Und ja, so wie es halt ist im Leben, wenn man alles gibt und dann gewinnt, das ist natürlich immer schön. Umso mehr man investiert, umso schöner ist es natürlich. Und deswegen freuen wir uns alle extrem gerade, ja. Wart ihr ein bisschen überrascht, wie viel die Schiedsrichter haben laufen lassen? Die hatten zumindest im ersten Durchgang eine relativ lockere Linie, muss man sagen. Ja, überrascht war ich jetzt nicht. Ich kenne die ganzen Schiedsrichter nicht. Deswegen, ja, wenn sie so eine Linie fahren, aber konsequent auf beiden Seiten, habe ich dagegen auch überhaupt nichts. Deswegen, nee, ich war jetzt nicht unbedingt überrascht darüber. Aber gibt es da nochmal einen großen Unterschied zwischen BBL-Schiedsrichtern und Eurocup-Schiedsrichtern? Also lassen die so ein bisschen mehr Körperkontakt zu? Ich meine, du warst jetzt ja immerhin auch schon 4 Eurocup-Spiele auf dem Buckel. Ja. Wie du gerade sagst, 4 Stück, deswegen kann ich es noch nicht so gut einschätzen. Ich weiß nur, dass es heute ziemlich physisch war und in Krasnodar auch. Ja, bei Limoges war es zum Beispiel nicht ganz so körperlich. Also ich glaube, das ist komplett abhängig vom Ref-Line-Up, was wir da haben. Wir sind schon dran, no, I translated it already. Ich habe das übersetzt, weil der Spencer sehr gut Deutsch versteht mittlerweile schon, aber noch nicht so richtig. How fit are you in speaking German? Not very good at all. But you understand Yoshi when he talks? Or? Yeah, perfectly. Yeah. Also er hat dann doch alles verstanden. Wir müssen über das dritte Viertel mal reden, weil heute auch wieder Alba herausragend aus der Pause gekommen. 27-18 dann Vilnius überrannt im dritten Viertel. So what happened all the time in the locker room in the halftime break? Is it you drink something special or eat something special? Is it just Aito? Yeah, Aito is great. We had some great adjustments at halftime. We kind of saw what they were doing in the first half, and we were able to make some adjustments and kind of counter what they were doing. And we just came out with more intensity the second half also, and I think that's credit to our team and our leadership and Aito also. Also ein großes Lob an Coach Aito, an überhaupt die Anführer dieses Teams, dass sie halt das, was sie in der Halbzeithause besprechen, wo dann justiert wird nochmal, besprochen wird, was in der ersten Halbzeit nicht gut lief, dann so umsetzen können, dass es meistens ganz gut aus der Halbzeit rausgeht. Es gab unter der Woche ein nettes Foto von euch auf den sozialen Medien nach dem Sieg gegen Bamberg. Ihr wart alle verkneidet, habt Halloween gefeiert. Welches Kostüm hast du dir rausgesucht? Ich war ein Power Ranger. Warum ein Power Ranger? Das hat ja eigentlich mit Halloween nicht so viel zu tun. Ja, weil ich als Kind Power Rangers gefeiert habe. Und ich hatte noch ein Power Ranger-Kostüm zu Hause. Und weil die Zeit ein bisschen knapp war, weil wir aus Bamberg zurückgekommen sind und dann quasi direkt alle Turniers gefahren sind, bin ich ein blauer Power Ranger gewesen. Ja. Also Power Ranger finde ich jetzt schon sehr strange, aber wer hatte das verrückteste Kostüm von euch allen? Ich glaube, das verrückte Kostüm hatte Krejo. Und also Nikic. Der war so, ich weiß gar nicht, was der war. Oh ja, was war das? What was he? He was like a pirate, like a pirate. Er war so ein Piraten. Yeah. He was all dressed up, everything. Keine Ahnung, was der war. Auf jeden Fall sah es geil aus. Er hat auch unser Contest gewonnen. Johnny Depp, maybe, yeah. Wir haben so einen kleinen Contest gehabt, wer das ausgefallenste Kostüm hat. Und er ist allein schon 2,16 Meter groß, dass er allein schon was gefunden hat, hat uns alle gewundert. Und ja, es sah auf jeden Fall witzig aus. What kind of guy is Crash the Killer? Crash the Killer, man. No, he's great for our team. You see him on the bench, he's just going crazy after every play. It's awesome to have his energy and his enthusiasm on the bench, so that's great.
this picture also says something about the team spirit at this team. You're already a group of friends, I guess. Absolutely, yeah. We all have a great time together. You know, the coaches are, you know, none of the staff makes us get together. We just enjoy being with each other. So we do these kinds of things because it's a lot of fun for us. So. Das finde ich am schönsten, dass man an solchen Bildern sieht, an der Spielweise von den Jungs sieht, dass sie halt echt schon eine Gruppe sind von Freunden und gerne zusammen sind. Das ist toll. Alle genießen das sehr. So we enjoy it all the time, see you on the road games or at home court games. So we have to talk about, at the end, about next game on Sunday, a very special game for us. What did they told you before about Bayern München? Yeah, we heard they're not very good. No. It's the right answer. No, it's a big rivalry, so obviously, you know, we need to be ready to play. Rest after this game, get some good recovery, but then also now we got to focus on Bayern München this next game. So it'll be good. Hopefully everyone comes and the environment is crazy. Also die Unterstützung ist total verrückt und toll und er hofft, dass natürlich alle wiederkommen. Und sie haben gesprochen über die besondere Rivalität von Berlin und München, natürlich, klar, über die auch Joshi wahrscheinlich einiges schon weiß. Ja, das würde mich mal interessieren, Joshi. Du, diese Duelle Alba gegen Bayern kennst du ja nur aus der Ferne. Was glaubst du, was wird das für eine Partie am Sonntag? Naja, also ich weiß noch, bei einem Spiel 5 saß ich auf jeden Fall direkt hinter der Bank, wo Bryce Taylor noch einen Dreier aus der Ecke getroffen hat. Dann kann ich, da war ich weit weg, aber auch nah dran eigentlich. Nee, es ist klar, dass eine große Rivalität da ist. Und ja, auch wenn sie viele neue Spieler haben und wir auch, trotzdem, ich glaube, ist Bayern auf dem zweiten gerade noch? Ich glaube schon, ne? Ja, allein schon um den Tabellenplatz und alles drumherum, das wird auf jeden Fall ein super wichtiges Spiel für uns werden. Und ja, jetzt geht's schon wieder nach vorne zu schauen, ne? 5. Sieg in Folge, Bamberg geschlagen, den deutschen Meister. Welche Rolle wird Selbstvertrauen spielen am Sonntag gegen die Bayern? Schwer zu sagen, Selbstvertrauen spielt immer eine Rolle, aber man sollte vielleicht auch nicht zu viel haben davon. Ja, es wird wieder gelten, einfach in dem Moment versuchen, alles richtig zu machen oder so gut zu machen wie möglich. Und ob wir jetzt 5 Spiele gewonnen haben oder nicht, vielleicht gibt uns das ein bisschen Rückenwind, aber es ist nicht so, dass es ein Selbstläufer jetzt wird, nur weil wir 5 Spiele gewonnen haben. Ich bin sehr gespannt, wie es das werden wird. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall eine super Atmosphäre werden wird wahrscheinlich und ja, super intensiv wird. Ich bin heißes Spiel zu spielen auf jeden Fall. Einfach geil. Dankeschön und keep it going. Thank you very much. Spencer Butterfield, aka Spence, und Joshi Saibu.